Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Nächste Epi. Warte, wir wollen unsere Position nicht so einfach preisgeben. Als erstes hätte ich mal den Scharfschützen da oben ausgeschaltet. Pam, du alte Frau. Oder Sau. Warte mal. Wir sind hier auf einer ziemlich schlechten Position. Schauen wir mal, ob wir die da unten überraschen können. Yo, drop deine Gun. Oder ich drop dich. Krass, Alter, der ist gepanzert. Komm in. Schlechte Deckung. Müssen wir gut aufpassen. Jetzt kommen uns die Hackerfertigkeiten natürlich schwer zur Hilfe. Fam, Headshot, mein Freund. Boah, wir drücken sonst aber ganz schön auf den Leim. Ey, was war das denn? Lad nach, Digga! Heiland Sacramento, moi. Was für ein Anfang. Das war nichts, aber da zeigt es uns schon an, dass neben ihm eine Sprengung möglich ist. Weil ich eigentlich war wieder super schlau von mir. So, erstmal die Waffe hier. Die wissen noch nicht, wo wir sind. Das ist unser Vorteil. Jetzt können wir erstmal mit Hacken arbeiten. Ist, glaube ich, schlauer. Da rückt der Feind an. Ich will sie ein bisschen verwirren. Und ich will den hier wegsprengen. Pam! Okay, wir müssen raus. Wir können hier eigentlich wegkommen, ohne unsere, ohne ins Feuergefecht verwickelt zu werden. Weil die keinen Plan haben, wo wir sind. An der Strategie werden wir auch festhalten. Komm mal weg da eben. Ach, Dreck. Gut, das bringt jetzt die Schallgedämpfte auch noch voll. Fetz, mein Freund. Und jetzt, Vollgas. Ach, da ist noch ein. Nehmt, meine Freunde. Ich hab reichlich davon. Kopf runter, Aiden. Fetz aus der Deckung rausgesniped. Ich hab so den Eindruck, die rücken ganz schön nach. Komm, zeig deinen Kopf. Die arbeiten echt intelligent. Und jetzt go. Er mit dem Benz. Du kannst dein Feuergefecht alleine weitermachen, mein Freund. Weg, weg, weg. Jede Folge Action, Mann. Wäre auch mal schön für so eine kleine peacevolle Folge. Peacevolle Folge. Weit weg. Jetzt kommen auch noch die Bullen auf den Speiseplan. Boah, mit Handbremse rum. Yeah. Vollgas eben, komm. Grün ist. Oh, es gibt Unfall. Ja. Der ist weg. Neu formieren. Huhu. Rausgekommen. Ja, ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, aber am Ende hat es ja gut geklappt. Mein Handy hier. Anruf zurückverfolgt. Oh. Oh, was ist das denn? Hallo, ganz kurz. Ich brauche nur 5 Minuten von Ihrer Zeit, ne? Ganz kurz. Ich brauche einen Anwalt.
Du bist jetzt selber da reingefahren. Du brauchst erstmal ein neues Auto. Ja, und dann an Wald und so. Du kannst mein Auto haben. Tschö. Oh yeah, Baby, das ist genau das Auto, was ich gesucht habe. Schön selbstmordgefährdet durch den Stadtverkehr. Komm, wir gehen in den Gegenverkehr rein. Wer sind mit... Oh, 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 oh. Schön eingepackt, würde ich sagen. So. So ein Verschluck-mich-Auto. Wäre ja absolut nichts für mich, so ein Ferrari in real life. Ich bin da mehr so der Audi- und Mercedes-Fan. Aber BMW ist auch... Warte mal, ich leg mal hier schon mal die... So, und rüber da. Jetzt schauen wir mal, ob sich die Schießerei gelohnt hat. Bist du ein kluger Junge? Drinks gehen auf mich. Damien. Hast du mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Damien? Bist du immer so ernst, Aiden? Mein Gott, wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Ja, schon klar. So, ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot. Die Merlot-Sache hast du versaut. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Das wäre nicht aufgeflogen, hättest du zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen, er hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du es nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Endlich kommst du zur Sache. Ja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Hol es nicht ab. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp. Ich würde ja fast sagen, folgen wir lieber der Spur. Auch wenn mir der Typ nicht ganz geheuer ist, ehrlich gesagt. Obwohl er scheint auch ein Opfer zu sein von dem Hoteljob. Ich habe ihn aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Boah, und die hat die Stadt. Ich muss wissen, was im Merlot passiert ist. Die Grafik ist echt schön. Wollen wir mal wieder ein bisschen Gas geben und schauen, ob unser Gefährt noch dort steht. Weg da, Lady. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Was sind diese Checkmarks auf der Karte? Da genau vor uns. Gangversteck. Komm, das klären wir mal ab. Klingt interessant. Alter! Die Stadt ist genau in der Gegend. Voller Bekloppter. Oh, da gibt's jetzt Stress. Mach mal deinen Bass leiser, Kollege. Deiner blöden Musik. Rutsch ich dir mal mit meinem Bobo hier über das Ding. Oh, sorry. Oh.
So, wir machen uns mal auf zur Nebenmission. Wir haben hier ein Gangversteck aufgeklärt. Weg da. Alter. Das Ding hat einen Bremsweg, hey. Frag mich auch gerade, ob wir Autos irgendwie in so Garagen mäßig unterbringen können. Auch mal interessant. So. Ein Jahr ist vergangen seit der Einführung des CTOS oder auch Chicago Smart City Programm und das Feedback der Bevölkerung ist größtenteils positiv. Gangversteck. Wir sind auf der Straße, um ein paar Meinungen einzuholen. Ist cool, ich kann... Gehen wir mal hin. Mal interessieren, was das für eine Mission ist. Mein erster Gedanke war, den Typen abzuknallen. Aber es geht noch besser. Das war eigentlich schon ganz guter Plan bis dahin. Also hole ich ihn von seinem hohen Ross und demütige ihn vor seinen Leuten. Ich zeige ihnen, dass ich mir jeden holen kann. Oh, jeden. Du hast auch so ein kleines bisschen... Ja. Das Problem, dich jedem beweisen zu müssen. Y-Profil von der Person anlegen. Y-Profil. Ich lege von ihm ein Profil an. Wir dürfen uns natürlich nicht erwischen lassen. Ich nehme mal kurz das Ding hier auf. Ich will schauen, ob er dahin geht. Oh, das hat gleich wieder mehr Spieler auf den Speiseplan gerufen. Immer so viele Leute. Ja, ein Bösewicht kommt selten allein. Jetzt haben wir uns gerade mal eine kleine Dusche noch gegönnt, oder was ist das? Nummer 1, Knockout. Wir bewegen uns auf Nummer 2 zu. Und es sieht mir fast so aus, als würde der überwacht werden. Aber jetzt haben wir eine Chance. Den Schlagstock gezückt. Krass. Ich weiß nicht, was das ist. Ah, der hat uns gerade gesehen. Gut, den haben wir schneller abgeholt, als er gucken kann. Oh, da liegt was. Da liegt Amo. Du hast dir nichts verloren. Na toll. Gib mir meine Pistole. Ich bräuchte noch jemanden hier. Ich visiere ihn an. Auf seine Flanke. Wow, wow. Los. Versperr ihm den Weg. Keine so gute Stellung hier. Wir haben genau einen Rücken. Komm, zeig dich. Was hast du gedacht? Boah, krass, das hat jetzt einige Mitspieler auf dem Speiseplan. Wir brauchen ein bisschen schwereres Geschütz. Sehen. Da kommt eine ganze Armee, hey. Ich glaube, so war der Job eigentlich nicht geplant. Wie lange sollen wir das noch machen? Unklug, hier einfach herzuspazieren. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir hier eine andere Pistole. Was haben wir denn den Kunden da vorne? Aus der Sicht. Komm schneller, Eden. Auf den letzten Drücker noch natürlich wieder. Ja, und irgendwas sagt mir, dass die Mission ganz und gar nicht korrekt läuft. Was haben die denn hier für Kniften? Eine Pump-Action. Wir sind vollkommen am Arsch. Na komm, du stellst dich an wie ein Mädchen. Und das ist jetzt was? Töten Sie das Clubmitglied. Wo ist er? Den muss ich jetzt erledigen? Töten Sie alle Clubmitglieder oder fliehen Sie? Jetzt ist deine Waffe! Fortschritt? Ach, wir haben ein Level abgekriegt. Was ist hier? Ist hier noch irgendwas? Nein, wir wollen keine Herausforderungen. Wir ziehen ab. Einfach mal alles und jeden umgebracht.
und dann mit dem Leben weitergemacht. Der Slogan von Eden Pierce. Du hast über das Auto drüber gebracht. Kann der aber gut springen, hey. Nein, danke, wir wollen keine Nebenmission mehr. Die Waffe weg. Und den Gesichtsschleier mal raus. Macht mal Platz, hier komme ich! Zur Hölle! Ach cool, man bleibt doch richtig an den Passanten hängen. Oh, 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 oh. Das ist gar nicht unser Auto. Oh, schon wieder eins gezockt. Ich glaube, das gibt ganz schön Abzüge in der B-Note. 8.700 Dollar haben wir. Und wir haben vorhin gesehen, Mausrad öffnen. Oh, ein Fortschritt gerade auf. Wie viel haben wir denn hier? Wie viele Pünktchen? Was ist das denn hier alles? Sammelbares? Ach so. Ja. Nee, wir wollen nicht den Fortschritt. Fähigkeitenbaum. Yes, baby. 4 Pünktchen. Was haben wir denn alles? Hacken. Was ist das hier? Geldautomaten-Hack-Boost. Erhöht die Geldmenge, die man durch das Hacken von Bankautomaten am Geldautomat bekommt. Bankkonten. Sorry. Zusatzakku. Transformaten. Halten, um Transformaten zu überladen. Was ist das denn? Fats. Oh. Neat. Brücken. Ah, das kann auch ziemlich nützlich sein. Was gibt's noch? Nagelsperre. Halten, um Nagelsperre zu heben oder zu senken. Ah, wir können uns einfach mal durch Nagelsperren durchflukturieren. Und den Heli loswerden. Kampf nochmal gucken. Was ist denn das? Schneller Wechsel. Das wäre mal schön. Beschleunigter Waffenwechsel, verbesserter Fokus, verlängert die Dauer vom Fokus. Stealth Sprint. Ach, das ist natürlich auch schön. Sprengwiderstand. Wir machen mal den Stealth Sprint. Na komm, gib ihn her. Falls wir mal dazu kommen, den nochmal einzusetzen, wenn ich mal... Oh, was war das denn? Aiden! Du Psycho! Hör mal, da drückt man einmal auf den falschen Knopf und du schanzt aus dem Auto raus, hör mal. M. Jetzt weiter geht's. Wo ist der nächste Job? Oh, in einem ganz anderen Stadtteil. Das ist anscheinend die ganze Karte hier. Von diesem fiktiven Chicago. Auch ziemlich groß. Aber wahrscheinlich etwas kleiner, als wir es so gewohnt sind von GTA und so weiter. Und Konsorten. Ich denke, wir werden hier einiges zu erkundigen. Zu erkundigen? Einiges zu erkunden haben. Ja, und die Fahrzeuge sind wahrscheinlich so Nachbildungen. Wie immer. Da sie ja nicht die gescheiten, die richtigen Marken benutzen können. Hm. Aber bist du irre oder was? Wie fahrst denn du? Die heute gibt's, oder? Ja, wir machen uns auf eine schöne Autofahrt auf. Können wir vielleicht ein kleines Spiel spielen während der Fahrt. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist rot. Hm? Gesehen? War doch klar. Die Kreuze, guck mal da oben im Tunnel da. Hast du gesehen? Die Kreuze. Oh, hallo, hallo. Kollege, ganz kleinen Moment. Ganz kleinen Moment. Ganz kleinen Moment mal. Was ist das? Ach, schön wie hier. Boah, guck mal, wie hier das ganze Zeug über die Straße am Wehen ist. Schau mal, es ist ganz einfach, okay? Wir machen ein klassisches Tauschgeschäft. Rot gegen Blau. Keine Fragen stellen. Zentrale, worum geht es bitte? Das ist ernst, schick die Bullen! Toll. Jetzt haben wir uns auch noch Ärger eingehandelt. Wehen down. An alle Einheiten, CDOS-Scan initiiert. Ja, hast du gut gesehen, als ich da angeheizt kam. So. Tja, wir bahnen uns immer noch unser Weg zum Ziel, haben jetzt diesen armen Typen gerade beklaut, der wahrscheinlich auch gar nicht wüsste, wie ihm geschieht. Aber so ist das ja mal, wenn man in Chicago am Leben ist. Vor allem in Chicago, wo Aiden Pierce auch ist, ne? Das ist, ich hätte eigentlich besser wissen müssen. Wir parken mal hier. Schöne Innenausstattung. Oh, wir sind am Friedhof. Und vielleicht gehen wir wohl gerade zum Grab von Aidens Nichte. Könnte ich mir gut vorstellen, mal ein bisschen Gas geben. Und er pflegt die Ruhenden. Ja. Ja.
Nein, nein! Mann, das war ein Versehen, okay. Anders aus. Weißt du, wer immer die Blumen bringt? Nein. Aber das Mädchen hat viele Freunde. Hatte. Hier geht's ums Loslassen. Ich weiß. Wir mussten alle durch diesen Albtraum, aber du musst aufhören, es wieder gut machen zu wollen. Aber das versuche ich doch gar nicht. Aiden, ich weiß, was du tust. Ich weiß, dass du die Leute jagst, die das getan haben. Das Wenn du nicht jetzt aufhörst, bringst du uns alle in Gefahr. Ihr seid nicht in Gefahr, weil ich euch beschütze. Hörst du, was du sagst? Aiden, warum hörst du nicht auf? Weil... ich es wissen muss. Da geht's um persönliche Sachen, die man immer schwer erklären kann. Du bist mein Bruder. Und ich liebe dich. Aber Jackson ist meine Welt. Und ich würde dich auf der Stelle fallen lassen, bevor er verletzt wird. Versprich mir, dass du aufhörst. Du kannst Lena nicht retten. Ich habe sie getötet. Nein, hast du nicht. Du hast keine Schuld. Das ist natürlich hart. Weil nur durch den Job ist das passiert. Versprich, dass du aufhörst. Wir brauchen das. Als Familie. Versprochen. Entweder spielt es in der Jetztzeit oder davor. Was davor war, das Versprechen wohl nicht gehalten. Und ich denke, es war davor. Vielleicht hat sie recht. Lena ist tot, das ist nicht zu ändern. Aber wie kann ich es nur vergessen? Vor allem noch, wenn er sich selber die Schuld gibt daran. Und ich denke mal, wenn wir in so einer Situation wären, würden wir es auch nicht einfach verlassen. Du hast ein Problem, ein Überlebender vom Stadion. Wenn der Typ redet, identifiziert er dich. Ein Überlebender? Wie ist das passiert? Er ist wohl nicht gestorben. Ganz ruhig. Ich habe einen Plan. Triff mich am Gorman Heights auf dem Dach. Na toll. Und wir haben jetzt einen Zeugen von dem Stadionjob, um den wir uns kümmern müssen. Und ich möchte das hier gerade fast so ein bisschen genießen. Guckt euch das mal an, Leute. Das Spiel ist wirklich ein Genuss, wie wir hier einfach so lang gehen auf dem Friedhof. Und gerade die Nichte besucht haben, wovon Aiden glaubt, dass er sie getötet hat, dass er sie auf dem Gewissen hat. Und er hat ja nicht ganz Unrecht, denn, tja, die sind ja erst auf ihn losgegangen, als er diesen Hoteljob gemacht hat. Und das da hat dann dazu geführt, dass seine Familie verletzt wurde. Und ich habe so den Eindruck, dass wenn er weitermacht mit dem, was er macht, dass das dazu auch wieder kommt. Sorry. Hör mal, Kollege, wir sind hier am Friedhof, okay? Wenn du da nicht gleich auch liegen willst, dann machst du besser den Weg frei. Ich drück jetzt hier mal M. Verstehst du? So. Und ich fahre gerade komplett in die falsche Richtung. Schön. Und hier haben wir wieder das hohe Gebilding, Gebilding-Ding. Und da hätte ich mal richtig Bock, gerade runterzuschanzen. Vielleicht gibt es einen Fallschirm oder so. Parashooting. Para, verstehst du? Parashooting. Paralysiert Shooting. Boah, der driftet aber ganz schön in die Kurven, das Ding. Ah, hier haben wir das Fahrzeug gewechselt. Mann!
Mann, pass doch auf, Mann. Oh, ehrlich, ohne Witz, hey. Sonntagsfahrer. Was jetzt? Nicht verbunden. Wie nicht verbunden? Ohne Internet. Ich brauche Internet. Ich brauche ganz dringend Internet, Mann. Oh, Gott sei Dank. So. Hier machen wir einen kleinen Break. Ja, richtig hinstellen. So. Ja, Leute. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Watch Dogs, wenn wir zum, ja, zu dem Zeugen gehen, der noch überlebt hat von der Stadionaktion und wie wir den zum Schweigen bringen, das seht ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Zusauen. Fürs Zusauen! Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ich sah etwas, was ich nicht hätte sehen sollen. Danach jagten sie mich, doch jemand hat versagt und die falsche Person starb. Jetzt jage ich sie.